So, liebe Freunde der gepflegten Strategie, da sind wir wieder in Schweden. Wir schreiben den 18. Januar 1439. Ich hatte ja so ein bisschen hin und her überlegt, in welche Richtung es weitergehen soll. Entweder Krieg gegen den Deutschen Orden um Gotland vor allem oder nochmal Krieg gegen Dänemark bzw. Norwegen. Wenn man sich die Sache genauer anguckt, muss man sagen, dass der Krieg gegen den Deutschen Orden in der derzeitigen Situation relativ riskant wäre. Die haben hier mindestens 19.000 Soldaten und boah, eine wahnsinnig große Flotte, fast 30 Schiffe. Und was für mich fast noch schwerer wiegt, sie haben, nee, wenn man jetzt auf Novgorod geht, sieht das, sie garantieren die Unabhängigkeit vom Deutschen Orden. Novgorod, mein Verbündeter. Und da bin ich skeptisch. Wenn ich jetzt den Krieg erkläre, befürchte ich, dass Novgorod nicht auf meiner Seite mit einsteigen wird. Insofern richtet sich mein Blick derzeit nochmal auf Dänemark und Schweden. Hier haben wir das Problemchen, wir haben keinen Kriegsgrund. Allerdings gibt es eine Möglichkeit, uns einen zu besorgen, nämlich indem man hier über eine Spionagemission Ansprüche fabrizieren macht. Also das ist so ein bisschen der Plan. Allerdings ist noch einiges vorher vorzubereiten, bevor wir so weit sind. Als erstes habe ich mir überlegt, dass wir hier so eine kleine Kulturtraditionsgeschichte machen, nämlich unseren Thronfolger international einzuführen. Das bringt uns Prestige und auch noch jährliche Kulturtradition und so weiter. Das ist eine sinnvolle Sache. Gustav ist nämlich unser Thronfolger, 16 Jahre alt. Okay. So, dann wollte ich hier die Slider-Einstellung nochmal verändern. Da ist schon wieder alles durcheinander geraten. Da will ich mir mal alles in Richtung Flotte geben. Halt. So. Soweit, so gut. Dann, ihr wisst es aus der letzten Folge, sind wir ja noch im Krieg hier mit so ein paar arabischen, afrikanischen Ländern, weil Novgorod mit denen im Krieg ist, aber das will ich nutzen, um noch mal ein bisschen abzukassieren. Ich erhebe Kriegssteuern. Ja, und dann habe ich mir überlegt, ich habe eine wahnsinnige Flottentradition von 2,4%, aber egal wie hoch wir werden einen Admiral brauchen. Ein schlechter Admiral ist besser als gar keiner, insofern rekrutiere ich einen. Inge Alkmaar. Ja, schwach, aber immerhin. Den werde ich meiner Flotte auch zuordnen. Und dann können wir mal unseren Herrscher zum General machen. Wir haben ja keinen besonders guten Herrscher mit Wert 4 Militär. Mal sehen, was das wird. Ah ja, Fernkampf und einen Nahkampf, Christian I. Ja, da müssen wir sehen, inwieweit wir ihn einsetzen. Gut, wir haben einen Nachfolger, falls er sterben sollte im Krieg, wäre dafür zumindest gesorgt. Ja, und dann habe ich noch ein kleines Problemchen. Gerade im Krieg gegen Norwegen, was mir das letzte Mal schon nicht so gut gefallen hat. Wir haben hier in einigen Provinzen noch keine Forts. Das will ich verändern. Insofern werde ich mal anfangen, hier Forts zu bauen. In Dalaskogen. Okay. Und in Lappland. Gut. Und jetzt warten wir mal ab, was so passiert im Laufe des Jahres. Ja, Byzanz verliert den Krieg gegen Kanda und muss Morea die Unabhängigkeit geben.
Und hier gibt's norwegische Thronanwärterrebellen. Gut. Moria ist dabei. Auch gegen uns, aber das interessiert nicht uns weiter. Jetzt gibt es hier einige Friedensschlüsse. Burgund ist Verteidiger des Glaubens. Novgorod hat Frieden mit den Mamelucken geschlossen, ja. Noch hält der Krieg aber an. Litauen und Polen haben Frieden geschlossen. So, das neue Jahr ist da. Algerien und Kanda-Frieden. Mit wem sind wir jetzt eigentlich noch im Krieg? Müssen wir mal gucken. Ach so, mit Marokko und Kanda. Naja, das wird Norwegen schon klären, dieses Thema. Oder bin ich etwa hier Bündnisführer, weil ich der Stärkste bin? Weiß ich jetzt gar nicht. Könnte man mal testen, ne? Frieden verhandeln. Wir fahren nur für uns allein. Nee, okay. Das heißt, Norwegen ist Bündnisführer. Prima. So, wir haben ein bisschen Geld bekommen. 115, das ist in Ordnung. Das heißt, wir können. Ich baue da noch eine Festung in Kola. Damit zumindest alle Grenzen befestigt. Ja. Und dann können wir schon mal unsere Truppen an die Grenze verlegen. Weil ich mich, werdet vielleicht staunen, eher auf Norwegen orientieren werde als auf Dänemark, zumindest zuerst. Ich habe nämlich die Hoffnung, dass meine Flotte inzwischen so stark ist. So, jetzt haben wir erstmal Produktionstech 6. Schön. Dass meine Flotte so stark ist, dass ich die dänische locker in Schach halten kann hier am Sund, so dass ich einfach die Dänen abblocke und mich in Ruhe Norwegen widmen kann. Und so mal langfristig die zweite Front da im Rücken freikrieg. Oh, was ist jetzt hier? Ach nee, nichts Besonderes. Ja, Regentschaftsrat von Oldenburg. Staatsehe ist vorüber, okay. Was haben die denn jetzt? Die haben einen König. Mal gucken, ob er auch Staatsehe macht. Jawohl. Sieht gut aus. Prima. Flottenforschung falsch. Es scheint, als ob ein führender Schiffsbauer unseres Landes ein sehr gutes Dokument über die neue Schiffstechnologie verfasst hat, die sein Rivale finanziert haben will, die aber niemals funktionieren wird und dazu führen könnte, dass die Schiffe sinken werden, bevor sie überhaupt den Hafen verlassen. Ah ja, das ist eine hübsche Anspielung auf dieses Vasa-Schiff, das, glaube ich, im 17. Jahrhundert in Stockholm das größte Kriegsschiff der Welt war und noch im Hafen gesunken. Das ist eine große schwedische Peinlichkeit. So. Boah, Sie müssen recht haben. Wir verlieren 249 Dukaten in Marinetech. Oh, das wäre bitter. Wir stehen ja wirklich absolut kurz. Oder wir verlieren Stabilität. Ne, Leute, da nehme ich lieber die Stabilität in Kauf. Als hier meine schöne Flottenforschung. So. So, jetzt sind wir im Jahr 1441. Wir sind immer noch in diesem blöden Krieg dort. Hat Novgorod eigentlich da irgendwas für getan? 15.000, 18.000 Mann stehen hier oben. Kämpfen die gegen Kanda? Nee, tun sie nicht, ne? Naja. So, dann gucken wir mal. Spionagemission. Ansprüche fabrizieren.
ist gerade nicht möglich. Jetzt sehe ich leider nicht, warum nicht. Ach so, bestimmte Voraussetzungen gibt es da, die sie nicht erfüllen. Wie sieht es denn in Dänemark aus? Hier würde es gehen. Na gut, wenn ich Dänemark den Krieg erkläre, dann ist Norwegen sowieso mit dabei. Insofern ist es eigentlich gehupft wie gesprungen. Ich probiere es mal. 61% Erfolgschance. Mal gucken, ob wir Glück haben. Jo! Wow! Also, wir haben den Kriegsgrund. Gegen Dänemark. Sie sind verbündet mit Norwegen, Lüneburg, Meißen und Mecklenburg. Ah ja. Gut, das Problem hält sich in Grenzen. Jetzt ist nur die Frage, wie lange der Kriegsgrund anhält. Ist leider hier nicht zu erkennen. Okay. Aber auf jeden Fall sind wir gut am Start und das heißt, ich werde auch den Unterhalt wieder aufs Maximum ziehen. Und dann bereiten wir uns mal auf den Kriegseintritt vor. So, Moral ist auf dem Maximum. Ach, hier sieht man es, Casus Belli am 6. Januar 1442. Also in diesem Jahr muss der Krieg erklärt werden. So, dann kommt erstmal mein Admiral hier zum Zug. So, jetzt ist ein bisschen Risiko, weil ich muss jetzt Dänemark den Krieg erklären und hoffe, dass Norwegen mit einsteigt. Ja. Also los, Leute. Wir erklären den Krieg. Kriegsgrund vergessene Dokumente. Da haben wir noch Lüneburg, Meißen und Mecklenburg. Unsere Alliierten laden wir ein. Ja, das ist sogar wichtig. Pommern und Novgorod. Und mal gucken, was jetzt passiert. Jo. Gut, Norwegen ehrt das Militärbündnis. Alles klar. Lüneburg ist auch dabei. Meißen auch. Mecklenburg auch. Ansonsten Pommern und Novgorod sind auf meiner Seite am Start. Das gucken wir uns gleich mal diplomatisch an. So sieht also die Kriegsallianz aus. Gut. Als erstes ziehen wir unsere Flotte in den Sund und hoffen, dass sie aufgrund ihrer deutlichen Überlegenheit es schafft, hier den Sund zu halten. Und jetzt können wir mal beobachten, ob die Norweger zu uns reinziehen oder ob wir. Oder sie hauen ab. Sie hauen ab, wo hauen sie hin? Nach Alzira. Na gut. Mal gucken, wann wir da sind. Wir sind am 25. und 27. Mai da und sie sind am 3. Juni Alzira. Okay. Da kommen wir zur Entscheidungsschlacht. Gleich zu Beginn. Prima. Ja. Frieden, Frieden, Frieden.
Was gibt's hier? Ein Friedensstaatsehe von. Nee. Machen wir nicht. Jetzt haben wir die erste Schlacht. Und sind aber sowas von deutlich überlegen. Und haben die Norweger gleich in der ersten Schlacht vernichtend geschlagen. Also das. Besser kann es ja gar nicht laufen. Im Übrigen haben wir auch gar nicht unseren König zum General gemacht, sondern. Das können wir jetzt mal nachholen. Ach nee, das können wir nicht, während wir unterwegs sind. Na gut. Dann teilen wir uns mal ein bisschen auf. Und die Norweger. Ja, der russische Fjodor der Zweite ist gestorben. Unser Staatsehe mit Russland ist vorbei. Ja, das ist nicht so dramatisch. Ich hoffe endlich mal, dass dieser Krieg da hinten mit den arabischen Ländern bald vorbei ist. So, Marinetech 6 haben wir auch. Sehr schön. Was wird hier belagert? Ach so, Pommern belagert Mecklenburg. Das passt auch perfekt. Wir haben zwei Belagerungen und da kommt Novgorod. So, es gibt einen neuen Kaiser, nämlich Karl I. von Österreich ist Kaiser. Okay. Nicht mehr Burgund. Und Novgorod kommt hier zur Hilfe, um in den Norden zu gehen. Ja, das ist auch prima. Also bisher läuft es wie ein Länderspiel, Leute. Ach so, da wurden 1000 Kavalleristen rekrutiert, die sofort verloren haben. Genau, das wird hier auch passieren. Okay, alles easy. Kein Problem. Der Sund ist auch sicher. Nö. Bisher brauchen wir uns nicht zu beschweren. Da oben. Ja, Provence. Das interessiert uns nicht. Kriegsgründe gegen die Provence. Boah, da oben kommt Novgorod. Und belagert die Provinzen. So. Kann da Frieden mit Novgorod. Ich hoffe jetzt mal, dass dieser lästige Krieg vorbei ist. Jawohl. Okay. Hat denn eigentlich. Ne, Kriegssteuern sind geblieben. Das ist gut. Das brauchen wir auch. Handelstech haben wir 6 jetzt. So, was gibt es hier? Friedensangebot von Norwegen. Och nee, Leute. Wir wollen ein bisschen mehr von euch. Staats- und Jaroslaw-Friedensangebot von Meißen. Ach, sie fordern auch noch was. Das ist ja wohl lächerlich. Oh, Sigvard af Trolle ist tot. Unser alter General. So, jetzt haben wir gar keinen General mehr am Start. Aber wie gesagt, unseren König können wir nicht einsetzen, weil wir gerade nicht bei uns zu Hause sind. Insofern muss das warten. So, in Akershus haben wir schon die Mauern durchbrochen. Mecklenburg fordert auch was, Leute. Ihr checkt es ja nicht, wie die Lage ist. Und hier in Novgorod, willst du etwa gegen Dänemark übersetzen? Oh, Spinnenweb und Trauer.
Hüllen die Karten ein, fern in den Gräben leiden Väter, Blutgepein. Der Krieg lastet schwer auf den Müttern und Ehefrauen eurer Nation. Und als sie an dieser alten, traurigen Witwe vorbeikommt, die ihr Gesicht in den Händen vergräbt, fragt euer Thronfolger: O Vater, wieso weinen all die Frauen? Tja, für 40 Dukaten verlieren wir 2 Kriegsmüdigkeit, oder wir bekommen 40 Dukaten, 5000 Soldaten und einen Ruf. Wie sieht's denn aus mit unserer Kriegsmüdigkeit? Oh, 5,16, die ist ziemlich hoch. Insofern zeige ich mich mal mitleidig. Prima. Und haben da eine deutliche Reduzierung erfahren. So, die Stabilität ist endlich wieder oben. Und er hat wieder die Slider so beschissen platziert. Jetzt gehe ich mal auf Land. So, Akershus ist eingenommen, die norwegische Hauptstadt. Das ist eine gute Gelegenheit, hier einen Break zu machen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.